Herzlich willkommen, eine erfolgreiche Nacht liegt hinter uns. André ist dabei, den letzten Anker zu hissen. Da ist er. Er muss auch mal was machen, wenn wir hier reingucken. Bei mir liegen nämlich die ganzen Anker, die habe ich vorher schon alle weggemacht. Also, wir sind unterwegs auf Walli und die Fische, die wir jetzt gefangen haben, die seht ihr gleich. Und jetzt die letzte Nacht nehmen wir euch mit auf unseren letzten Trip. Und mal sehen, ob wir eventuell wieder mit Boje, Tintenfische und ein paar Würmer einen Walli überlisten können. Mehr dazu nach dem Intro. Also wir haben jetzt schön gefrühstückt, ganz tief entspannt zusammengepackt. Und jetzt heißt es einfach gesund und munter ankommen. Basti ist diesmal nicht dabei. So, wir sind angekommen. Die Boote sind verankert. Zwischenzeitlich waren wir ein bisschen aktiv unterwegs gewesen, aber das seht ihr beim nächsten Video. Warum ist denn das Boot jetzt so weit weg? Oh Mann. So. Ah ja. Damit ich hier einigermaßen trockenen Fußes rüberkomme. Ups, ich bin ja auf die aufgetreten. Da lag deine Jacke, weißt du? Oh, danke. Herzlichen Glückwunsch. So, was machst du denn jetzt? Ja, ich fange an, schon mal ein paar Steine liegen wegen Bootsverkehr, ne? Ich weiß ja, wie das hier ist. Okay. Netten Leute vorbei, die uns tierisch auf den Sack gehen ab und zu. Genau, das sind die Gründe, warum wir hier absenken müssen, wegen dem starken Bootsverkehr, ne? Problem ist, hier ist so ein leichtes Hochmoor und ich habe jetzt da eine Stange reingemacht. Ja, die ist einfach durch den Dickicht durch und unten ist alles frei, das Wasser ist alles überschwemmter Bereich hier. Jetzt schwimmt alles schön drauf. Merkt man auch, wenn man die Stange reinsteckt. Und dann werde ich jetzt praktisch einen Meter neben den ganzen Kraut angeln. Das Abreißsystem mache ich am Wirbelrand. Relativ weit oben angebunden. So, mal gucken. Sieht geil aus. Unten schwimmt das. Hui, hui, hui. Das sieht doch geil aus, oder? Die Routen sind ein bisschen tricky rausgebracht. Wir sind gerade beim Essen vorbereiten. André ist wieder unser Koch. Und letzte Mal, als ich mit André draußen war, haben wir einen schönen Walli gefangen hier an der Stelle. Den werde ich jetzt mal reinschneiden und die Nacht zuvor, also praktisch von vorgestern zu heute, haben wir auch einen schönen Walli gefangen. Den schneide ich jetzt auch hier gleich rein. Walli ist jetzt gekommen. Ja, ist ein recht kleiner, aber er hat schon Spaß gemacht. Ja. Petri, Dank! Das ist doch schon mal okay, oder?
Und die Techno-Wallis, das bin ich vergessen. Ne? Ach so, ja, und dann das nächste Video, was kommen wird. Techno-Wallis, sagen wir mal. Ja? Lasst euch überraschen. Also ihr müsst nicht unbedingt klopfen können, um aktiv auf Wels gehen zu müssen. Funktioniert auch ohne Wallerholz. Das zeige ich euch nächstes Mal. Ne? Da haben wir heute 2 gefangen. Genau, 2 Fische. Also insgesamt sind jetzt, seitdem wir draußen waren, 3 Fische gekommen. Plus der eine Fisch vom letzten Mal. Ne? Ja, die Ruten liegen also ein bisschen schwicky, abgespannt, abgesenkt, hast du nicht gesehen. Aber auf die Montage und sowas werde ich jetzt nicht einzeln eingehen, ist ja eigentlich immer wieder dasselbe. Ne? Sieht ja gut. Ah, Kinder. Gestern musste ich brutzeln. Ich hatte sogar noch die Butter vergessen. Da kam dann ein Kumpel von André und hat uns Butter gebracht. Ja, und wir sind ja so eine Gourmet mit Butter. Wir wollen ja Kerrygold haben. Keine andere Butter außer Kerrygold. Ja. Gesalzen. Was anderes läuft bei uns nicht. Und ja, da hat er dann Kerrygold extra geholt und kam abends spät. Da war es schon fast dunkel gewesen und hat uns dann Kerrygold gebracht, damit wir frühstücken können. Ne? Kurzes Wort noch zu unserer Montage oder wie wir fischen. Wir fischen mit Bojen und mit Stangen. Bojen- und Stangenangeln ist fast ja identisch, bloß dass die Boje immer noch ein bisschen nachgibt. Also die Reißleine bei der Boje muss definitiv immer dünner sein als zum Beispiel bei einer Stange. Ne? Nicht vergessen, ansonsten habt ihr nachher einen Fisch und das war's gewesen. Wisst ihr, was ich geil finde? André hat jetzt einen Hopper. André hat jetzt einen Hopper. Das Hopper 2.0. Ne? Das reicht. Ja, klar, das reicht. Okay. Das reicht. Wie viel hast du denn da noch? Das sind die letzten. Also eine Portion normalerweise, wo Basti mit bei ist. Ja, ja. Oh. Egal. Irgendwo hat die Dose hier gestanden. Da ist er. Ich wäre total happy, wenn ich auch noch ein Messer hätte. Ich wäre so happy. Bitteschön. Und jetzt wüsste, wo mein Messer ist. Jutti. Ja, ich liege mit Klamotten im Schlafsack. Mir ist arschkalt. Wir haben heute gerade mal 15 Grad gehabt und dann noch so Feuchtigkeit und viel Regen und Wind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust aufzustehen, um die Kamera auszumachen. Also, bis gleich. Frühstück, der Morgen danach. Unsere Tour ist zu Ende und wir essen gerade richtig lecker Frühstück. Lot an, ja. Und die Nacht war ruhig gewesen, richtig ruhig. Also wir haben gestern schon überlegt, wie die Zeiten eigentlich hier so vor 15 Jahren waren oder vor 10 Jahren noch. Da hast du regelmäßig gefangen. Mittlerweile ist so ein hoher Angeldruck und ganz viele Fische werden mitgenommen und aufgegessen. Na, merkt man ganz toll. Ja. Nicht so schön, bin ich ehrlich. Aber was willst du machen, ne? Dafür haben wir die erste Nacht einen schönen Fisch gefangen. Dann beim Aktivangeln 2 Fische. Die sind jetzt nicht so groß, aber es waren Fische gewesen. Und jetzt packen wir allmählich dann zusammen. Und wir hoffen, dass euch das Video so ein bisschen gefallen hat. Und wir sehen uns. Ciao. Bis dann.